Hallo und herzlich willkommen im Wald-Wald-Fragestunde. Und zwar wollte jemand wissen, und das ist auch durchaus nachvollziehbar und ein guter Punkt, vielen Dank fürs Fragen, weil ich hätte sonst tatsächlich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage lang zumindest ignoriert, bis ich dann irgendwann doch auf den Trichter gekommen wäre, dass das doch nochmal ein Video wert ist. Hitzewelle in Kanada bzw. in den West-USA, so diese Ecke mit sage und schreibe 50 Grad, was für die nördliche Lage zum Teil, die es in dieser Region ja nun mal gibt, wirklich sensationell ungewöhnlich ist. Ja, man spricht bei einer Hitze dieser Kategorie in dieser Region von einem tausendjährigen Ereignis. Man erinnert sich vielleicht von irgendwelchen Flutkatastrophen, da war dann immer mal gerne in den Medien die Rede von einer Jahrhundertflut. Solche Begriffe wie eine Jahrhundertflut, das heißt, es ist ein hundertjähriges Ereignis. Das gibt so die statistische Wahrscheinlichkeit für so ein Ereignis an. Ein hundertjähriges Ereignis ereignet sich durchschnittlich alle 100 Jahre irgendwie so einmal. Natürlich kann es dann auch mal passieren, so funktioniert eben Statistik nun mal, dass es einmal in 80 Jahren passiert, dann mal 120 Jahre nichts und dann erst wieder kommt, es könnte auch mal 150 Jahre nichts passieren und dann kommen zwei hintereinander und dann 300 Jahre lang wieder nichts mehr oder irgendwie, stimmt nicht ganz, müssten dann, wenn es zwei hintereinander sind, müssten dann 250 Jahre nichts mehr passieren, weil das erste ja nur 50 Jahre überfällig und so weiter, ja. Das wäre so, wenn solche Ereignisse, und jetzt im Fall von Wetterextremen ist es halt, stimmt es halt nicht mehr, sich wirklich noch so verhalten würden, wie eben die Daten aus der Vergangenheit das anzeigen. Woher wissen wir denn, wie wahrscheinlich, dass das ein hundertjähriges Ereignis ist? Naja, einfach weil wir uns die entsprechenden Zahlen angucken können, die historischen Klimadaten angucken können. In manchen Fällen ist das relativ simpel, weil es tatsächlich die Leute damals schon aufgeschrieben haben, dass meinetwegen 1503 war, glaube ich, so ein krasser Fall. Nagelt mich bitte mit der Jahreszahl nicht fest, das weiß ich gerade nicht aus. Wenn ich jogge im Wald. Ich habe kein Google und kein Nix. Aber es gab mal einen Fall, da war der Rhein trocken. Da ist also wirklich der Rhein trocken gefallen. Das war im Mittelalter und das dürfte so ziemlich die größte Dürre, die es in Deutschland zumindest in nachweisbarer Zeit, historischer Zeit, wo Quellen, schriftliche Quellen zu verfügbar sind, jemals gegeben hat gewesen sein. Ja, das wäre für deutsche Verhältnisse, wäre das zum Beispiel ein tausendjähriges Ereignis, eine so krasse Dürre, ja, weil sie statistisch so sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist und so selten passiert, dass man eben nur alle 1000 Jahre ungefähr mit ihr rechnen würde. So, und so ein tausendjähriges Ereignis, nur das ist halt eben nicht in Deutschland passiert, sondern in Kanada, haben wir da mit der Omega-Wetterlage, die jetzt derzeit gerade eben diese extrem hohe Hitze in einem an Hitze nun wirklich nicht besonders gewöhnten Land verursacht. Standardmäßig hätten sie da gerade irgend sowas um die 22 Grad im Schnitt in vielen Ecken, wo es jetzt ja so furchtbar heiß geworden ist. Das heißt, wir haben eine Zunahme um, ja sagen wir mal, 28 Grad Spitze im Vergleich zum langjährigen Mittel. Das ist unglaublich viel. Ja? Wahnsinn. Es geht zwar nur um die Höchsttemperatur mit diesen 28 Grad, aber das ist trotzdem unglaublich viel. Das ist also ein extremst seltenes Ereignis, das eine so außerordentlich krasse Hitzewelle mal irgendwo auftreten kann. Aber, und das ist jetzt eben auch ein häufiges Missverständnis bei solchen Wetter- bzw. Klimathemen, diese Unterscheidung wird nicht gemacht. Das ist Wetter, ja, also ein kurzfristiges Ereignis. Das hat der Dirk Steffens in einem Beitrag fürs ZDF ganz wunderbar beschrieben und das möchte ich kurz übernehmen und fairerweise auch zitieren, dass das von ihm ist, nämlich Klima ist quasi dein Leben. Das wäre, wenn du dir dein Leben, du bist ein alter Mann oder alte Frau und guckst dir dein Leben so retrospektiv durch und dann könnte man dein Leben als Klima bezeichnen. Und ein Tag in deinem Leben, das kann mal ein guter Tag, das kann mal ein schlechter Tag sein, das kann mal ein außerordentlich guter Hochzeit oder Geburt von Kind oder irgendwie sowas. Es kann aber auch mal ein unglaublich schlechter
Tod von jemand Nahestehendem beispielsweise Tag sein. Und in der Summe ergibt das eben, und ganz viele normale Tage, sage ich jetzt mal so durchschnittlich, ergibt das dann eben das Klima. Ja? Und beim Klima ist es halt einfach über die Zeit gesehen, die Wetter, die so über 30 Jahre ist das definiert, stattfinden. Und der Durchschnittswert der Wetter der letzten 30 Jahre, das ist eben das besagte Klima. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, das Klima ändert sich, dann heißt das, dass die 30 Jahre, die wir aktuell beobachten können, sprich von heute exakt 30 Jahre zurück, das gibt einen Durchschnittswert. Ja? Also ein durchschnittliches Klima der letzten 30 Jahre. Das ändert sich mit jeder Minute, weil dann ist es exakt wieder eine Minute weiter und dann musst du wieder eine Minute weniger zurück, um auf exakt 30 Jahre zu kommen, streng genommen. Ja? Das Klima ändert sich also ständig. Klimawandel ist von daher natürlich etwas, was es immer gegeben hat, was es auch immer geben wird. Aber das ist ein alter Hut inzwischen, dieses Thema. Aber nichtsdestotrotz wird dieses Klima, dieser Durchschnittswert eben durchschnittlich immer wärmer. Das äußert sich jetzt aber nur erstmal als Durchschnittswert in einer simplen Zahl von einer durchschnittlichen Erdtemperatur, die da und da liegt. Weiß ich auch gar nicht auswendig. In einzelnen Tagen bedeutet im Durchschnitt wärmer eben, dass die Zahl der, ich sag jetzt mal, eher schlechten Tage, beziehungsweise der Tage mit einem bemerkenswert außergewöhnlichen Wetter, was in vielen Fällen nicht unbedingt was ist, was wir haben wollen, zunimmt. Ja? Und drum darf man sich jetzt wunderbar kloppen und kein Mensch kann es wirklich beantworten, ist jetzt eine solche Wetterlage, wie wir sie jetzt in Kanada haben, auch über ein paar Tage hinweg, ja, dann ist es halt Wetter über ein paar Tage oder über ein paar Tage in deinem Leben, wenn du das eben mit deinem Leben dann wieder vergleichen möchtest, wie mit dem Klima. Ist so eine Wetterlage jetzt durch den Klimawandel entstanden oder ist das ein ganz natürlicher Prozess und das ist einfach ein tausendjähriges Ereignis, das jetzt alle tausend Jahre statistisch gesehen eben mal stattfindet? Also einfach super, super selten. Aber super, super selten bedeutet ja nicht, dass es nie passiert. Ja? Und das vergisst man auch immer gerne bei Statistik, wenn etwas super, super selten ist. Da musst du halt unglaublich, unglaublich, unglaublich großes Pech haben, wenn es dir dann trotzdem halt mal irgendwie passiert. Also zum Beispiel, dass du dran stirbst, weil du, einen Lego-Klotz verschluckt hast oder was mit Mitte 30. Das ist wahrscheinlich recht unwahrscheinlich. Aber wenn es dir passiert ist, dann ist es halt doch mal eingetroffen. Ja? Und wenn du einer von 7 Milliarden Menschen bist, der an so einem Lego-Klotz gestorben ist, dann ist die Chance, dass du an einem Lego-Klotz stirbst, halt 1 zu 7 Milliarden, aber irgendwen muss es treffen. Das bist dann im schlimmsten Fall halt du. Ja, und so passiert es halt eben auch mit super seltenen Naturphänomenen, dass die halt dann doch irgendwann mal über die letzten 1000 Jahre gerechnet dann doch mal passieren. Ja? Oder halt eben die letzten 1000 Jahre nicht passiert und dann ist es dummerweise jetzt der Punkt, wo sie dann halt doch mal passieren. Und man kann sagen, wahrscheinlich gibt es einen gewissen Prozentsatz, der angibt, dass diese Hitzeperiode jetzt, diese Dürre, Hitzewelle in Kanada durch den anthropogen verstärkten Klimawandel jetzt zusätzlich verstärkt wurde oder die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens zusätzlich erhöht wurde. Wir werden aber niemals, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren, mit Sicherheit sagen können, war das jetzt anthropogen verstärkter Klimawandel, der da komplett für verantwortlich ist? Oder ist es doch ein natürliches Ereignis, das auch sonst gekommen wäre, nur halt 3 Grad weniger heftig? Ja, oder das wissen wir nicht. Das werden wir nie erfahren. Die Tatsache ist allerdings die, dass die Wahrscheinlichkeit und auch die Menge solcher Extremereignisse, 100-jährige Ereignisse sind inzwischen 10-jährig, 10-jährige sind jährlich und 1000-jährige werden wahrscheinlich dann irgendwann alle 50 Jahre stattfinden. Das hat sich halt eben verändert. Dass einfach die Statistik zur Häufigkeit von absoluten Extremwetter-Ausnahmesituationen, die nimmt zu. Ja, das sehen wir weltweit. Es gibt immer jedes Jahr haufenweise Extremwetterszenarien über die Welt verteilt. Und das sind viel mehr als noch vor 30 Jahren, als noch vor 50 Jahren und erst recht viel mehr als noch vor 200 Jahren. Da war sowas total eine absolut seltene Ausnahme. Und in dieser Heftigkeit, wie wir sie zurzeit
eigentlich regelmäßig erleben dürfen, zumindest global gesehen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt in Deutschland, aber wir hatten mit 18, 19, 20 auch die größte Dürre seit und den größten Waldverlust durch natürliche Ursachen seit immer. Ja? Also das muss man sich auch klar machen, seit immer. Also seit wir es, wie wir es zurückverfolgen können, seit die Waldfläche sich wieder geschlossen hat nach der letzten Eiszeit, gab es da kein größeres natürliches Ereignis als die 18, 19, 20 Dürre, die Wald vernichtet hat. Vielleicht hätte es noch eins gegeben, was schlimmer gewesen wäre, möglicherweise, wenn damals die Waldfläche hoch genug gewesen wäre, weil nämlich die 1503, nennen wir sie jetzt einfach mal so, ich weiß aber immer noch nicht, ob das Jahr stimmt, Dürre, bei der der Rhein ausgetrocknet ist, die hat mit Sicherheit auch massenhaft Wald vernichtet oder hätte sie zumindest, wenn die Waldfläche um 1503 nicht ohnehin schon viel geringer als heute gewesen wäre. Die haben im Mittelalter ordentlich Holz verbraucht. Und das Hochmittelalter, da war wirklich so Bomben, Wald, weg, 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 weg. Also da hat man schon massiv gerodet und da gab es kaum Wald. Drum dürfte der Schaden an dem wenigen Wald prozentual wahrscheinlich höher ausgefallen sein als der Schaden, den wir heute am Wald hatten durch 18, 19, 20. Aber absolut kleiner sein als der, den wir heute erleben, was uns eben mit 18, 19, 20 zur größten Waldumweltkatastrophe der Geschichte in Deutschland führt. Ne? Also nur mal so zur Häufigkeit von Extremereignissen und um das nochmal kurz im Hinterkopf zu behalten. Jedenfalls, es ist eine unglaublich krasse Dürre, die da in Kanada gerade entsprechend herrscht. So, und das hat jetzt zweierlei Auswirkungen, die ich diskutieren möchte. Davor noch ein kleiner Einspieler zu einer Omega-Wetterlage. Das ist nämlich das, was da gerade in Kanada herrscht und etwas, was wir in näherer Zukunft häufiger mal erleben werden. Jetzt bin ich kein Meteorologe und hatte bloß ein Semester Meteorologie-Vorlesung. Aber ich glaube, eine Omega-Lage kriege ich noch so halbwegs einigermaßen. So, super simple, aber doch gut geeignete zum Erklären Zeichnung. Toller Satz, egal. Jedenfalls, das hier sind jetzt die drei Luftdruckgebiete, die eine Rolle spielen bei einer Omega-Lage. Wir haben zweimal ein Tief und einmal ein Hoch. Das Hoch ist da, wo es heiß ist. Vorsichtig ausgedrückt. So, normalerweise muss man jetzt wissen, dass wenn das Hoch das ist, wo es heiß ist, dann ist es logischerweise darunter jetzt erstmal unsere Dürre bzw. eben unsere heiße Phase. Und normalerweise würde jetzt dieses Hoch durch den vorherrschenden Westwind, wenn es sich zum Beispiel um eine europäische Omega-Lage handelt, dann haben wir immer einen Westwind. Das heißt, das ganze Zeug, der Wind kommt aus dem Westen und treibt alles nach Osten. Das heißt, in dieser Darstellung, unser Hoch würde normalerweise nach rechts abwandern und dann ist die Hitze halt woanders und irgendwann kühlt sich das Ding auch ab und dann ist es erstmal weg. Also so ganz simpel klassifiziert. In diesem Fall, bei einer sogenannten Omega-Lage, die heißt übrigens so, weil dieses Hoch so ein bisschen aussieht wie der griechische Buchstabe Omega, ne? Also von der Zusammensetzung her. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Omega aussieht, müsst ihr es euch googeln. Ich kann leider keinen, meine Tastatur hat keins. Jedenfalls, dieses Hoch ist deswegen so stabil, weil die beiden Tiefs, die es flankieren und dafür sorgen, dass es da bleibt, wo es ist, sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, das Hoch sich aber mit dem Uhrzeigersinn dreht. Und so haben wir quasi von den Tiefs die Winde, die im Hoch eine Rolle spielen, sozusagen übernommen bzw. reingegeben. Also unser westliches Tief gibt die Winde rein ins Hoch, das östliche Tief nimmt die Winde wieder raus und dadurch wird dieses Hoch quasi angetrieben von den beiden Motortiefs sozusagen. Und das ist dann eine derart stabile Struktur, dass das halt an Ort und Stelle verbleibt und den allgemeinen Westwind eben trotzt. Und dadurch haben wir eben an ein und derselben Stelle immer dasselbe Hoch und das bedeutet, die Luft wird dann nicht großartig ausgetauscht oder nur sehr, 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 sehr langsam und die neue Luft, die reinkommt, das ist das, die das linke Tief reinschaufelt, die kommt natürlich aus dem Süden. Das heißt, wir haben jetzt im Fall von einem europäischen Hoch dann Mittelmeerklima-Luft oder sogar Sahara-Luft, wenn es dann krass wird, die uns eben durch das linke Tief da in unseren Hochzirkulationsdingerich reingeschaufelt wird.
Beispiel das Omega, ja, und wird erst dann vom zweiten Tief dann quasi am Ende wieder abgeholt. Und während diese Luft langsam bei uns unterwegs ist, kann die sich natürlich immer weiter aufheizen von der Sonne, weil die brutzelt und brutzelt und brutzelt. Wolken bilden sich bei der ganzen Veranstaltung nicht und es brutzelt weiter und es heizt sich immer weiter auf. Und das bedeutet, dass eine sommerliche Omega-Lage, das ist an sich nichts besonders Seltenes oder besonders Außergewöhnliches, eben immer, fast immer mit einer Hitzewelle und einer stabilen, langfristigen Hitzewelle einhergeht. Mal ein paar Beispiele. Ebenfalls nicht besonders schön, aber hier haben wir das große 2010er Hoch, das eben hier ganz klassisch eben dieses sehr langgestreckte zugegeben, aber trotzdem ein Omega bildet. Und es wird eben flankiert von einem, ja, ich sag mal, südosteuropäischen Tief und eben einem Tief, ja, oberhalb von Indien, also mehr oder weniger. Aber ihr seht es ja selber auf der Karte. Und das hat eben zu massiven Torf- und Waldbränden in Russland geführt, weil sich das halt eben auch nicht wegbewegt hat und damit Rekordtemperaturen 2010 eben im vorderen, sage ich jetzt mal von unserer Sicht aus gesehen, vorderen Teil von Russland dadurch zustande gekommen sind. Das ist nur eins von eben vielen Beispielen, aber hier habe ich halt eine schöne Darstellung zu gefunden. Und wenn wir jetzt dieses Bild plus minus eben dahin verschieben, dass wir unser Hoch über Kalifornien und den westlichen Teilen von Kanada zu liegen kriegen, dann haben wir mehr oder weniger auch die aktuelle Omega-Lage. Ich gucke mal, ob ich dazu noch ein Bild finde, aber vielleicht nochmal generell die letzten Dürren, die wir und Hitzesommer, die wir in Deutschland hatten, ich zähle mal auf, waren zunächst mal der berühmte Sommer von 2003. Das war eine Omega-Lage, hat zur Hitzewelle in ganz Europa geführt, wahrscheinlich eine der schlimmsten, die es jemals gegeben hat. Wird. Es war allerdings eben nur ein Jahr, drum nicht so schlimm wie zum Beispiel 18, 19, 20. Alle drei Jahre, sowohl der Sommer 18 als auch der Sommer 19, der war sogar noch heißer, als auch die, eben der August 20, hatten alle eine Omega-Lage und im Fall von 20 war es nicht ganz so schlimm. Das waren nur 15 Tage, Höchstwerte von über 30 Grad, aber auch das eben eine Omega-Lage gewesen. Übrigens, im Mai 2021 gab es auch eine Omega-Lage. Jetzt wird man sich wundern und fragen, hä, aber da war es doch total kalt und regnerisch. Richtig, das war nämlich eine umgekehrte Omega-Lage. Das gibt es auch. Also ein Tiefdruck. Gebiet, das von zwei Hochdruckgebieten flankiert und damit stabilisiert wird. Und das heißt, sämtlicher Regen, der da drin landet, fällt halt in ein und derselben Region nach und nach immer wieder raus. Und die tiefen Temperaturen reichern sich sozusagen an, weshalb es eben immer kalt und regnerisch als sehr stabiles, kaltes und regnerisches Wetter verbleiben kann. Also auch das gibt's. So. Ein letztes Beispiel, jetzt mal auch konkret Deutschland, ist der sogenannte WM-Sommer 2006, also der Juni 2006. Und was wir hier eben wunderbar sehen können, die Abbildung ist natürlich vom Deutschen Wetterdienst, unten links in der Ecke zu sehen, aus dem Glossar, wenn man Omega-Lage da nachschlägt, dann findet man diese Abbildung. Und dementsprechend kann man hier wunderbar sehen, dass eben Luft von, ja, vor Spanien, beziehungsweise die in Portugal geherrscht hat und eben wirklich sehr weit im Süden aufgenommen wurde, dann hier über Großbritannien bzw. Irland befördert und durch das sich drehende Hoch über Norddeutschland unter anderem und Südskandinavien eben dann wunderbar im Kreis darum herum befördert worden ist. Und die Luftmassen haben eben den Bereich innen drin in unserem Hoch kaum tangiert. Das heißt eben, der Wind, den es gegeben hat, der ging so quasi um uns drumherum. Und währenddessen konnte sich eben die stille Luft ohne große Luftmassenbewegungen in oder über Deutschland eben wunderbar aufheizen und weiter aufheizen und weiter aufheizen. Und dadurch entsteht dann auch eben eine sehr stabile Wetterlage, weil wo sollen Wolken her? Kommen, wenn sie vom Wind da nicht reingeweht werden können, weil sie eben drumherum geweht werden. Ne? Also auch das nochmal ein Erklärungsansatz und ich hoffe, damit haben wir das Thema Omega-Lage ausreichend gewürdigt, weil hier sind meine meteorologischen Fähigkeiten dann auch definitiv an ihrer Grenze angelangt.
relevant sind solch hohe Temperaturen, wie wir sie da jetzt eben haben? Erstens natürlich für uns Menschen direkt, heißt, es ist heiß, das mögen wir nicht unbedingt. Zweitens, sie sind natürlich noch für die Natur auch massiv einflussreich, und dass es da Waldbrände inzwischen gibt, muss ich auch niemandem erzählen. Das ist natürlich klar und werden inzwischen auch alle mitbekommen haben. Aber erstmal auf uns Menschen direkt, also wirklich den direkten Einfluss der Hitze. Also folgendes. Wenn es heiß wird, fangen wir an zu schwitzen. Das ist auch gut so. Wir haben als Säugetier, wir sind ja ein relativ mieses Säugetier, vom Hirn mal abgesehen. Lassen wir das Hirn mal außen vor, dann können wir nicht viel. Wir haben einen aufrechten Gang. Der ist tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Tieren gar nicht mal so doof. Erstens können wir damit relativ hoch, sind wir hoch und können weit gucken. Wir sind ja auch ein optisches Tier und haben im Durchschnitt ganz gute Sehkraft. Ja? Also es gibt Tiere, die sehen noch viel, viel besser als wir. Es gibt aber ganz viele, die sehen schlechter als wir. Zusätzlich können wir noch Farb sehen. Wir können gut Dinge fixieren, haben also quasi ein Raubtiergesichtsfeld, dass wir Objekte, die wir möglicherweise jagen wollen, fixieren können und können dann durch eben unsere motorischen Fähigkeiten, und das hängt jetzt wieder mit dem Hirn zusammen, auch Dinge werfen auf ein Ziel, das wir anpeilen können, das wir dann auch treffen. Der aufrechte Gang hat auch den Vorteil, dass wir eben mit weniger Einsatz von weniger Gliedmaßen und weniger Muskulatur trotzdem sehr effizient unterwegs sein können. Wir sind ein sehr langsamer Läufer im Vergleich zu Vierbeinern. Wir sind aber ein äußerst ausdauernder Läufer. Zumindest theoretisch, wenn wir genügend trainieren und entsprechend sportlich fit sind und so weiter und so fort. Also rein von der Biologie her hätten wir die Anlage, um ein äußerst ausdauernder Läufer zu sein und können, wie man auch sieht, an Leuten, die entsprechende Strecken wandern, problemlos 30, 40, 50 Kilometer am Tag bei entsprechendem Training zurücklegen, weil wir eben durch unseren aufrechten Gang mit den Beinen, nur zwei Beinen, eben recht energiesparend unterwegs sind. Und das ist ein Vorteil. Das können wenig Tiere so gut wie wir, beziehungsweise die verbrauchen, wenn sie solche Strecken zurücklegen, dabei mehr Energie als wir. Das ist also schon ziemlich toll. Ja? Und die zweite wesentliche tolle Eigenschaft, die wir tatsächlich körperlicher Art besitzen als Mensch, ist, niemand schwitzt so gut wie wir. Und damit sind wir tatsächlich eins der Tiere, eins der Säugetiere, das über das so lang genug Wasser verfügbar ist. Wichtig. Ja? Aber so lang genug Wasser verfügbar ist, haben wir eins der effizientesten Kühlungssysteme im Tierreich und können so auch in sengender Hitze, sofern die Luft noch einigermaßen trocken ist, das ist wichtig, dazu kommen wir gleich, selbst in sengender Hitze sicher und vergleichsweise gut unterwegs sein und durch die Wüste laufen und solche Späße, ja? Sofern wir genügend Wasser regelmäßig bekommen. Ja, aber das kann... Es gibt noch andere Tiere, die das ähnlich gut beherrschen mit anderen Methoden, aber die reine Höchsttemperatur, die Mensch aushalten kann, ist eigentlich sehr, sehr hoch, und viele andere Tiere können das in diesem Ausmaß so erstmal nicht vertragen. Ja? Also unser Schwitzen ist eine hocheffiziente Kühlungstechnik. Warum? Naja, weil ein feuchter Körper eben durch die Verdunstungskühle sozusagen beim Verdunsten von uns abgegebenen Schweiß, insbesondere wenn ein bisschen Wind geht, sehr stark runtergekühlt wird. Ja, die sogenannte Verdunstungskälte oder Kühle entsteht dadurch, dass beim Verdunsten Wasser ja von flüssig in gasförmig übergeht, und das bedeutet, dass die Moleküle sich dann weiter auseinander bewegen. Damit das geschehen kann, damit also die Anziehungskraft der Moleküle untereinander gebrochen werden kann und die weiter auseinander gehen können, muss eben in diesem Gas mehr Energie aufgenommen werden, um eben diesen Molekülabstand überhaupt erhöhen zu können. Und diese Energie muss irgendwo herkommen, und die wird eben aus der Temperatur des Wassers sozusagen entnommen. Das heißt, sobald Wasser verdunstet, wird die direkte Umgebung dieses Wassers kälter. Ja, und das spüren wir dann, und das hilft uns wiederum, uns abzukühlen, indem das Wasser, das sich direkt auf uns befindet, eben entsprechend verdunstet. Ja, das kann man dann so ungefähr als Verdunstungskälte bezeichnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das physikalisch so ganz, ganz, ganz korrekt ist, aber es beschreibt den Prozess, denke ich, für unsere Zwecke ausreichend genug. So, jetzt hat allerdings die Tatsache mit dieser Verdunstungskühle, die uns eben runterkühlt, auch ihre Grenzen. Und ab einer bestimmten Temperatur,
die Verdunstungskühle bleibt ja immer gleich. Ne? Wenn unser Schweiß verdunstet, dann entsteht eine gewisse kühlende Wirkung, sage ich jetzt mal. Und die ist immer gleich. Ne? Die ist völlig unabhängig davon, ob es gerade 60 Grad hat oder 70 Grad oder auch nur 50 Grad. Die Verdunstungskühle durch. Wir schwitzen maximal. Wir sind also klatschnass. Wir schwitzen so sehr, wie wir nur schwitzen können. Und das durchgehend, ja, rund um die Uhr 24 Stunden. Und es geht ein leichter Wind und wir kühlen so gut, wie das halt nur irgendwie möglich ist mit unserer natürlichen Kühlungstechnik, also schwitzen. Und dann gibt es eben natürliche Grenzen, bis zu welcher Temperatur, unter welcher Luftfeuchtigkeit uns das eben noch weiterhilft. Und diese Grenze liegt bei beispielsweise 46 Grad bei 50% Luftfeuchtigkeit. Warum ist die Luftfeuchtigkeit so relevant? Na, ganz einfach, weil unser Schweiß in einer ohnehin schon Feuchtigkeit gesättigten Luft nicht mehr verdunsten kann. Das heißt, wenn wir in 100% Luftfeuchtigkeit rumrennen, dann können wir so viel schwitzen, wie wir lustig sind. Dann rennen wir halt triefnass rum und verlieren einen Haufen Wasser. Aber es kühlt uns überhaupt nicht, weil unser Schweiß nicht mehr verdunstet und damit auch keine Verdunstungskühle entsprechend entsteht. Und wenn wir 50% Luftfeuchtigkeit haben, dann können wir nur noch halb so viel, ja, Verdunstungskühle durch maximale Schwitzen erzielen, wie eben bei überhaupt keiner Luftfeuchtigkeit. Und das führt dazu, 50% Luftfeuchtigkeit ist schon ziemlich viel, gerade bei heißen Temperaturen ist das sehr, sehr viel. Das führt eben dann dazu, dass da dann schon 46 Grad Celsius Außentemperatur ausreichen, dass wir eben in den Punkt kommen, an dem unser Körper uns nicht mehr ausreichend kühlen kann, wir immer mehr aufheizen. Das heißt, der menschliche Körper wird zu diesem Zeitpunkt 46 Grad, 50% Luftfeuchte, nur noch heißer, heißer, heißer und du kannst nichts dagegen tun, ja? Biologisch. Technisch Klimaanlage anschalten, in den Innenraum gehen, in den Keller gehen, sonst irgendwas, die Außentemperatur beeinflussen letztendlich, ja, darauf läuft es hinaus. Aber sofern du keine Möglichkeit hast, die Außentemperatur zu beeinflussen, weil du gerade draußen bist beispielsweise, dann hilft dir all dein Schwitzen oder all unser Schwitzen an diesem Punkt nicht mehr weiter. Und dann hat man noch circa, statistisch gesehen, etwa 6 Stunden zu leben, bis man dann an Hitzetod sozusagen eingeht. Also man kriegt zunächst mal einen Hitzschlag und beziehungsweise Hitzeerschöpfung, sowas in diese Richtung, fühlt sich dann auch nicht gut und das überlebt man noch eben diese statistischen 6 Stunden, dann ist man tot. Ja? Alternativ kann man viel höhere Temperaturen auch langfristig vertragen, auch 60 Grad, 70 Grad, das geht sogar auch noch, sofern dann keine Luftfeuchtigkeit gegeben ist, weil dann unser natürliches Schwitzen eben maximal gut funktioniert und dann halten wir auch noch viel höhere Temperaturen langfristig aus. Ja? Aber der Knackpunkt ist eben die Kombi aus Luftfeuchte und eben hoher Temperatur. So. Und diese Grenze mit den 46 Grad, 50% Luftfeuchte, die gilt für gesunde Menschen. Für nicht gesunde oder alte Menschen herrschen natürlich schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen bei entsprechender Feuchte auch schon lebensbedrohliche Umstände. Und das führt dazu, und da kann man sich jetzt kloppen, wie viele das jetzt genau sind. Das wird man auch erst in ein paar Jahren, man wird es auch wahrscheinlich nie genau messen können, zu inzwischen einigen 100 Hitzetoten in Kanada, gerade eben auch, weil die Leute das da überhaupt nicht gewöhnt sind. Man kann seinen Körper, beziehungsweise also diese 6-Stunden-Periode, die man das noch aushält, also Temperatur über dem Punkt, an dem man sich nur noch aufheizt, und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr man über diesem Punkt ist, natürlich. Ja. Also bei gerade eben so drüber, da sind es dann 6 Stunden, bei mehr als das Doppelte, dann ist es erheblich weniger. Ja? Um nicht zu sagen, dann sind es ein paar Minuten oder auch du verbrennst gleich. Je nachdem, wenn du irgendwie mit kochendem Zeug in Berührung kommst und so ein Kram, dann ist ja klar, dass man das ohnehin nicht lange überlebt. Ja, jedenfalls führt das eben dann zu Hitzetoten, bei denen dann selten im Totenschein drinsteht, ist an Hitze gestorben, sondern Herz-Kreislauf-Zusammenbruch. Das lässt sich trainieren, indem man zum Beispiel regelmäßig in die Sauna geht und dann kann man eben diese Periode, die man hohe Temperaturen, die einen immer weiter aufheizen, übersteht, noch etwas verlängern, weil der Körper es gewohnt ist, sich in einer Umgebung aufzuhalten, in der eigentlich langfristig tödliche Temperaturen herrschen, wie in jeder Sauna. Ja, langfristig bringt einen jede gescheite Sauna um,
aber halt erst langfristig. Ja? Und wenn man da nur 10 Minuten oder 15 Minuten und wenn man dann mal Pro ist, 20 Minuten meinetwegen drin hockt und da rauskommt und hat einen halben Kreislaufzusammenbruch, dann liegt das daran, dass einen das eben normalerweise umbringt. Ja? Und dass einem dann der Kreislauf da auch zusammenbrechen würde, wenn man nicht rechtzeitig wieder rauskommt. Und das trainiert den Kreislauf. Das sagt dann quasi unserem Körper, oh scheiße, du setzt dich häufiger solch hohen Temperaturen aus, dann werde ich mich mal biologisch, soweit das mir möglich ist, anpassen, dass ich solche höheren Temperaturen eben länger überstehe. Drum gibt es einen Trainingseffekt, wer regelmäßig in der Sauna ist, wird da deutlich länger hocken bleiben können als irgendein Frischling, der zum ersten Mal in die Sauna geht und nach 3 Minuten wieder rausrennt und pudelroten Kopf hat und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja? Also auch das lässt sich bis zum gewissen Grad trainieren, trotzdem langfristig 46 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit. Das bringt einen dann irgendwann um. Ja, und wenn du es trainiert hast oder es gewöhnt bist, dann hast du vielleicht 9 Stunden Zeit. Wenn es ganz toll läuft, hast du vielleicht 12 Stunden Zeit. Dann hast du einen echten Überlebensvorteil, weil dann wird es irgendwann dunkel. Und dann besteht die Chance, dass die Temperatur halt eben so weit wieder runterfällt oder die Luftfeuchtigkeit so weit nachlässt, dass man eben aus dieser letalen Temperaturzone sozusagen rauskommt. Das ist also wirklich ein Thema, was bei solchen extremst Hitzeereignissen uns schlicht und ergreifend durch die Hitze selber killen wird. Insbesondere unsere alten, schwachen, Kranken. So in diese Richtung. Der eine Effekt von so einer krassen Dürre. Jetzt kommen wir zu den Umweltfaktoren. Das ist das, wo ich dann eher zuständig bin. Die Sache mit der Hitze, mit dem Hitzetod war jetzt mehr so ein Exkurs, den ich einfach halt gerne mal auch noch erwähnt haben wollte. So, nämlich Kanada. Kanada ist geprägt von Wäldern. Die haben eine extrem hohe Waldfläche. Wenn man mal von der natürlich waldfreien Tundra, dann ganz im Norden, wo einfach keine Bäume mehr wachsen, weil es zu kalt wird, zumindest langfristig, aktuell nicht, aber langfristig, von dieser Fläche mal abgesehen, ist der Rest von Kanada natürlicherweise eigentlich durchgehend bewaldet. Wenn da jetzt nicht eben gerade durch die Forstwirtschaft kein Wald mehr steht oder da jetzt gerade tatsächlich mal eine Stadt, Straße und so weiter und so fort gebaut ist, jetzt ist Kanada nicht besonders dicht besiedelt, ist ja auch ein großes Land, aber da ist schon jede Menge Wald zu erwarten. So, und dazu beschäftigen wir uns jetzt mal mit den einzelnen Klima- bzw. Vegetationszonen von Kanada. Das hier sind auf der Karte nur die Klimazonen. Welche Vegetation da herrscht, da müsste man jetzt jemanden fragen, der sich damit auskennt. Hust, hust, ach, wie zufällig bin ich ja so jemand. Entschuldigung, ganz blöder Witz. Egal. Jedenfalls dieser grüne Bereich hier, ne? Also dieses dunklere Grün, was definitiv den Großteil der Karte ausmacht, vom Grau mal abgesehen, das ist Subarktik. Das kann man ungefähr mit borealer Nadelwald bzw. Taiga übersetzen. Zieht sich einmal zirkumpolar durch die gesamte Nordhalbkugel und ist das größte zusammenhängende Waldgebiet des Planeten. Dementsprechend hat Kanada auch so viele Wälder zur Verfügung und kann da auch eben reichlich Holz exportieren und eben sehr viel Holz machen, mitunter auch ein bisschen zu viel, sagen manche. Da kann man sich durchaus streiten, in vielen Fällen stimmt sicherlich. Und ja, das ist also ein riesen zusammenhängendes Waldgebiet, das im Sommer, wenn es dann mal wirklich heiß werden sollte, auch gerne mal brennt. Warum? Das kommen wir da gleich noch, ne? Der Großteil der Waldbrände jetzt und der Großteil der Hitze befindet sich allerdings jetzt aktuell in der Region British Columbia, also in der Provinz British Columbia von Kanada, und das ist der Bereich, der durch eben relativ viele Gebirge geprägt ist, den wir jetzt von unserer Karte aus gesehen im Südwesten vorfinden. Also hinter und relativ weit hoch dem hellgrünen Bereich rauf bis zum, ich nenne es jetzt mal lila, ne? Wie man jetzt Farben genau bezeichnet, ist immer so eine Sache. In diesem Bereich, also den Küstenbereich, da ist das, wo sich jetzt ein Großteil der Waldbrände entsprechend abspielen, wo auch der Peak der Hitze entsprechend liegt. Und was haben wir jetzt da für interessante Klimaregionen? Wir haben zum einmal Subpolar Oceanic. Das ist ganz was Besonderes und kommt auf der Welt eben auch nur an wenigen Punkten vor, unter anderem hier eben in Kanada. Und wir haben Oceanic
ohne Subpolar. Ja, diese beiden Abstufungen gibt es. Das führt also, ja, da ist einfach die Nähe zum Ozean sehr aufwärmend und eben sehr niederschlagsführend. Und das heißt, da gibt es quasi kalte Regenwälder sozusagen. Ja, Subpolar sind dann die echt wirklich etwas kälteren, die nur ozeanik, das sind letztendlich Regenwälder, ohne dass es besonders heiß wäre. Ganz spezielle Vegetationsform. Der West Coast Trail, wer von dem mal was gehört hat, der geht da zum Beispiel lang. Also wunderschöne Landschaft, kann es da brennen? Naja, hoffen wir mal, dass das so schnell im größeren Ausmaß direkt an der Küste in diesen Regenwäldern hoffentlich nicht passiert. So, Problem, wie man hier auf der Karte auch ganz gut erahnen kann, weil da gibt es dann so ein paar braune, graue Flächen rechts von dem saftigen Grün. Die grauen Flächen, auch die sehr, sehr weit im Norden, logischerweise, das ist Tundra. Und im Fall von den grauen Flächen hinter unseren grünen Flächen ist es Bergtundra. Das heißt, da gibt es Gebirge. Ja, das ist auch klar, wer ungefähr weiß, wo die Rocky Mountains verlaufen, kann sich auch in etwa, also die ganzen zusammenhängenden Rocky Mountains, wie auch immer sie an dieser Stelle jetzt gerade heißen, da bin ich jetzt kein Experte für amerikanische Geografie. Aber durch die vielen Berge gibt es da natürlich von der Küste ins Landesinnere eine Barriere und da kommt das Wasser nicht so ganz so durch. Also der Regen, weshalb wir hinter eben dieser Küstenbarriere dann warm, summer, humid, continental haben. Continental, humid heißt auf jeden Fall schon mal nass, ne? Das heißt, wir haben das ganze Jahr über normalerweise mehr Niederschlag als Temperatur sozusagen, beziehungsweise das verhält sich in einem Verhältnis zueinander, das üblicherweise das ganze Jahr über gute Wasserversorgung der Böden gegeben ist und die Vegetation nicht unter Wasserstress, normalerweise nicht unter Wasserstress leidet. Jetzt inzwischen schon, ja, weil einige dieser Dürre-Hotspots und der Punkte, wo jetzt gerade die große Hitze ausgebrochen ist, liegen eben in diesem Humid Continental-Bereich. Continental, das ist ja auch nochmal ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, heißt kontinental geprägt. Das ist auch für sämtliche dieser hellblauen Flächen, die dann weiter rein nach Kanada, also weiter ins Landesinnere gehen, natürlich auch der Fall, weil da eben die kontinentale Prägung immer mehr zunimmt. Für die Leute, die es nicht wissen, kontinental heißt, wir sind weit weg von den Ozeanen. Das bedeutet, das ausgleichende ozeanische Klima, das gilt auch für alle Situationen, wo hier Oceanic irgendwo dabei steht, dieses ausgleichende ozeanische Klima fehlt hier inzwischen. Oder mal sehr stark, mal nur so ein bisschen, dann nennt man Suboceanic bzw. Subcontinental oder Subkontinental, wenn wir aufs Deutsch übersetzen wollen. Aber wir sind hier jetzt nun mal gerade in Kanada und sprechen mal kurz Englisch, weil Französisch kann ich nicht. Und dementsprechend ist das dann wichtig, weil kontinental geprägte Gebiete sind gekennzeichnet durch sehr heiße Sommer. Die Luftmassen bleiben da relativ lange vor Ort, heizen sich lange auf und sorgen für einen richtig heißen Sommer. Im Winter allerdings kriegen wir durch sehr lange vor Ort bleibende kalte Luftmassen und die fehlenden warmen Luftmassen, die vom immer gleiche Temperatur habenden Ozean herkommen. Sprich, im Winter ist er warm, im Sommer ist er eher kühl, die das Klima also abmildern, in beide Richtungen ausgleichen. Die fehlen und daher haben wir auch dann eher sehr kalte Winter. Und das prägt eine große Fläche des nicht-borealen Kanadas, wie man hier sehen kann, ganz massiv. Insbesondere die Ostküste von Kanada besteht nur aus dieser Klimazone, die ist auch wichtig. Aber eben die kleinen Bereiche jetzt in British Columbia, die sind eben jetzt auch bedroht, beziehungsweise erleben eben eine Hitze, wie sie in diesen Bereichen so gut wie nie da gewesen ist. Dazwischen haben wir dann einige Bereiche von eben Subarktik, sprich dem borealen Nadelwald und eben die Gebirgsregionen per se. Das ist also ein schöner Mix von ja, Ökosystemen, die da eine Rolle spielen. Gehen wir noch ein Stückchen weiter nach Norden, da finden wir noch diese lila Färbung. Da haben wir zum einen dieses, ich sag mal, etwas dunklere Lila.
Dry Summer Subarctic. Das heißt, der Sommer ist sehr trocken. Warum? Naja, weil an den Bergen eben entsprechend die Wolken hängen bleiben und in diesen Regionen nicht ankommen. Subarktik, warum? Naja, wir sind entsprechend weit nördlich. Da gibt es auch viele Wälder, insbesondere sehr spezielle Wälder. Sowas kann aber schon relativ schnell mal brennen, weil es ist ja ohnehin ein warmer Sommer, trockener Lebensraum. Ja? Insbesondere im Fall von Warm Summer, Mediterranean. Mediterranean Continental, ja. Ach, keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht, meine Fresse. Aber auf Deutsch würde es Meditare. Oh Gott, das ist auf Deutsch auch schwierig. Mediterranoid heißen. So. Ganz schlaues Wort. Das bedeutet mittelmeerartig. Man hat diesen Typ von Klima, den es weltweit gibt, eben nach dem Mittelmeer benannt. Warum? Naja, die Wiege der Menschheit, wird zumindest nicht unbedingt der gesamten Menschheit und insbesondere auch nicht der frühen Menschheit, aber der Zivilisation, wenn man es jetzt so nennen möchte, ist halt eben nun mal relativ nah am Mittelmeer zu verorten. Und dem wird da eben, ja, Geltung getan, dass man eben diesen Klimatyp des Mittelmeeres, wenn er woanders auf dem Planeten auftritt, eben mittelmeerartig nennt, also mediterranoid. So, diesmal habe ich es auch besser hinbekommen mit der Aussprache. Ja, und warum machen wir am Mittelmeer bzw. in diesem Klima gerne Urlaub? Naja, ganz einfach, weil es da im Sommer halt schön warm und schön trocken ist. Und das führt für die Vegetation dazu, dass sie in diesen Bereichen durchaus hohe Temperaturen gewöhnt ist. Und sich auch anpasst und es da auch immer mal wieder vorkommt, dass es eben entsprechend mal brennen kann, so wie unter anderem eben auch jetzt. Und ja, ich glaube, das sind jetzt die wesentlichen Eckpunkte zur geografisch, klimatologischen, vegetationszonenartigen, Ausgangssituation. Eieiei. So, bei diesem Wald handelt es sich um einen meistens, nicht immer, es gibt ja auch die berühmten Ahornhörner da, die da vorkommen, aber meistens doch eher um Nadelwälder. Und auch in dem Gebiet, wo jetzt die Waldbrände stattfinden, dürften wir es ganz, ganz überwiegend mit Nadelwäldern zu tun haben. Und zwar bestehend aus tatsächlich Kiefer und Fichte. Ja, da muss ich den Ben vor Ort gerade noch mal kurz unterbrechen. Denn bevor er jetzt erzählt, dass die Fichte, die da vorkommt, ganz ähnlich wie unsere Fichte wäre, ja, zeigen wir euch doch einfach mal schnell die korrekte Fichte. Das hier ist die Picea mariana, die Schwarzfichte auch genannt. Sie heißt so vermutlich wegen ihren sehr dunkel gefärbten Zapfen. Die sind so, ja, dunkellila, würde ich sagen. Ansonsten weiß ich nicht, woher der Name Schwarzfichte, Entschuldigung, sonst herkommen soll. Das ist so die dominante Fichtenart von ganz Kanada. Vielleicht einer der, wenn nicht sogar der, ich habe keine exakten Daten zu, aber Top-Anwärter auf den häufigsten Baum Kanadas, sagen wir es mal so. Und die wird mitunter auch garantiert beteiligt sein bei den entsprechenden Waldbränden, die da jetzt herrschen. Hier noch eine Karte vom Verbreitungsgebiet. Ebenfalls sehr häufig da vertreten und auch in, ja, botanischen Gärten in Deutschland gerne mal anzutreffen, ist Picea glauca. Man nennt sie, glaube ich, auch Weißfichte oder Schimmelfichte auf Deutsch. Warum Schimmelfichte? Na, die Nadeln haben so einen leichten, sieht so fast aus wie ein schimmliger Belag. Ist es natürlich nicht, ist ganz normales Stomata, Öffnung, Wachs, das eben die Transpiration ein wenig verringern soll. Auch eine ganz hübsche Baumart. Er hat ein ganz ähnliches Verbreitungsgebiet wie unsere Schwarzfichte, verflucht. Und auch dazu nochmal eine Verbreitungskarte, aber die seht ihr ja an dieser Stelle auch schon eingeblendet. Übrigens, weitere Baumarten, die es da auch noch gibt, sind dann Lärchen, kanadische Lärchen und aber auch unsere sehr gut bekannte Douglasie, die kommt da in der Region, also zumindest in British Columbia, ne, die Ecke, wo wir uns jetzt dann konkret mit der Dürre befinden, auch vor. Aber es sind wirklich überwiegend Nadelbäume. Und beide haben die Eigenschaft, dass sie eben im Laufe ihres Lebens jede Menge Laub bzw. Nadeln runterwerfen. Nadeln sind auch Laub. Und diese wiederum haben die wundersame Eigenschaft, dass sie nur sehr wenige Nährstoffe enthalten und sehr schlecht abbaubar sind. Damit also jetzt Nadeln am Waldboden, hier liegen ein paar, abgebaut werden können. Wartet,
Jetzt könnt ihr sie hoffentlich erkennen. Ist ja auch Wurst, ihr wisst ja, wie eine Nadel aussieht. Dann müssen, die brauchen also viel, ja, lange Zeit und viel Einsatz der streuzersetzenden Organismen im Waldboden oder auf dem Waldboden, je nachdem, um zersetzt zu werden. Und diese streuzersetzenden Organismen sind ganz stark temperaturabhängig. Und in Kanada ist es ja nun mal normalerweise eher kühl und die Phase, in der solche Bakterien aktiv sein können, liegt quasi an dem Punkt, wo die Bodentemperatur auf 5 Grad oder mehr ansteigt. Und das ist eben gar nicht mal so lange im Jahr, je nachdem, wie weit wir nach Norden gehen, der Fall. Das heißt, die Periode, in der Nadelstreuz ersetzt werden kann, die ist sehr gering. Drum lagert sich immer mehr Nadelstreu an und selbst wenn Nadelstreu mal zersetzt wird, in den Sommermonaten, dann wird diese Nadelstreu erstmal in den Oberboden eingebaut und dadurch entsteht ein sehr, sehr Huminstoff angereicherter Oberboden, weil das Zeug fast nur sehr, sehr langsam komplett abgebaut wird. Es reichert sich also immer mehr potenziell organisch brennbare, wenn genug ausgetrocknet, Substanz im Boden an. Auf dem Boden liegen 50, 60, teilweise sogar 70 Zentimeter trockene Nadelmasse und wenn das jetzt massiv austrocknet, ja, all diese organische Substanz hat gemein, sie ist immer brennbar, immer, ja. Es gibt keine organische Substanz, die du nicht anzünden kannst. Für die Pyromanen unter uns wichtige Information. Nein! Jedenfalls, wenn die derart krass austrocknet, wie das quasi seit 1000 Jahren nicht passiert ist, durch so hohe Temperaturen, wie sie Kanada gefühlt noch nie erlebt hat, dann ist das Zunder ohne Ende. Ja? Und wo kommen jetzt die Waldbrände her? Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich wieder irgendwelche NSA-Leute oder die Hexenmenschen mit den Satellitenlasern gewesen sind, die dann, da kann man ja Bilder sehen, wo die Laserstrahlen zu sehen sind, mit der das Feuer angeschossen wird, mit dem großen Orbitallaser. Davon mal abgesehen, reicht da ein unvorsichtiger Wanderer, irgendein Hüttenbesitzer im Outback, Aussteiger aus Deutschland von mir aus, der sich eine Hütte in Kanada gekauft hat und denkt, er ist Feuerprofi. Ja, ich denke auch, ich bin Feuerprofi, deswegen werde ich auch niemals bei hoher Waldbrandgefahr Feuer machen, weil gerade wenn du denkst, du bist Profi, bist du wahrscheinlich eher für so eine Katastrophe verantwortlich als irgendein Depp, der zumindest weiß, dass er der Depp ist. Manchmal weiß der Depp auch nicht, dass er der Depp ist und dann ist er auch schuld, ja. Aber selbst der Feuerprofi, bei solchen krassen Situationen, und du denkst, du weißt, was du tust mit Feuer und du hast schon 17.000 Mal ist dir schon ein Funke aus dem Lagerfeuer geflogen und nie ist was passiert. Und du hast Erfahrungswert technisch, wenn ein Funke aus meinem Lagerfeuer fliegt, dann passiert nichts, weil es ist ja so einfach, brennt der Wald jetzt doch nicht. Aber jetzt haben wir ein 1000-jähriges Dürreereignis und da brennt der Wald doch so einfach. Und da reicht ein winziger Funken und das ganze Ding steht lichterloh in Flammen. Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass irgendein Kanadier oder ein deutscher Aussteiger oder woher auch immer, völlig egal, einfach gegen seine normale Gewohnheit und gegen sein Erfahrungswissen, wie man mit Feuer umzugehen hat, was in 99,99999 ganz viele 9% der Fälle ja auch so stimmt, einfach überrascht gewesen ist, dass es jetzt ausnahmsweise mal nicht so ist. Ja. Es hat in der Region allerdings auch viele Hitzegewitter gegeben, die dann natürlich auch mit Blitzschlägen einhergehen. Dabei muss es nicht zwingend unbedingt immer regnen. Wir sind in Deutschland ja gewöhnt, dass wenn Gewitter, dann auch Regen. In anderen Teilen der Welt kann es aber auch reine Blitzgewitter geben, ohne dass besonders viel oder auch ohne dass überhaupt irgendwelcher Regen fällt. Und da gibt es wohl Aussagen der Kanadier, dass da also auch Blitze für viele dieser Waldbrände verantwortlich sein könnten oder sind. Ja, also darf man schwer davon ausgehen, dass sie mindestens mit, wenn vielleicht sogar auch die Hauptschuld daran haben. Das ist immer schwer zu sagen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir, also menschliches Zutun, bei den Brandursachen sicherlich auch noch ein bisschen mitgeholfen hat. Und wenn es da jetzt mal brennt, da kommen wir zurück zu diesem riesigen Paket brennbarer Substanz, was da auf dem Boden liegt, unabhängig vom Holz, was da noch rumsteht. Ja, da steht ja auch noch jede Menge Brennholz. Sei es auch der lebende Baum, der ist auch Brennholz, weil die Temperatur nur hoch genug ist und zu allem Überfluss sind es außerdem noch alles Nadelbäume. Und was enthalten die? Harz. Und was macht das? Brennen. Bei diesen Ausmaßen, bei dieser Dürre, der vorhergegangene Wasserverlust
für Bäume, die es normalerweise gewöhnt sind, jederzeit Wasser zur Verfügung zu haben. Das sind ja keine standardmäßig trockenen Standorte. Ja? Also die Bäume, wenn sie 100 Jahre alt sind, dann hatten sie 99 davon immer ausreichend Wasser. Und sind es wahrscheinlich überhaupt nicht gewöhnt, dass jemals so eine Dürre passieren kann. Die werden wahrscheinlich ohnehin absterben. Das Gute ist, beim Waldbrand, der Borkenkäfer brennt auch. Ja, Kanada hat nämlich auch Borkenkäferprobleme. Und Kanada hat auch schon vorher, vor der aktuellen Dürresituation, bereits massiv ausgetrocknete Dürreböden-Schäden entsprechend gehabt, weil denen hat auch 18, 19, 20 zugesetzt. Ja, das ist nicht nur ein lokales Phänomen in Deutschland, sondern wir hatten die letzten Jahre auch jeweils Rekordtemperaturen in der Arktis. Und auch da dürfte es also wirklich häufig zu irgendwelchen lustigen Brennphänomenen gekommen sein. Nochmal erschwerend kommt dazu, weshalb man jetzt die Brände wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht einfach löschen kann, dass Kanada auch voll mit Mooren ist. Und in Mooren gibt es Torf. Und wenn Torf ausgetrocknet und durchgetrocknet ist, dann ist Torf ein hervorragendes Brennmaterial, fast schon Kohle. Das heißt, das brennt extrem lange und extrem gut und ist sehr, sehr schwer jemals wieder zu löschen. Man erinnert sich vielleicht an den Torfbrand, den die Bundeswehr da mal mit Raketen in einem deutschen Moor ausgelöst hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo das gewesen ist, aber den Torfbrand, den hat man ja auch quasi ausbrennen lassen müssen, weil der nicht zu löschen gewesen ist so richtig. Und das muss man sich jetzt ganze mal 1000 vorstellen von der Dimension oder mal 10.000, irgendwie sowas in diesem Bereich. Damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie riesig potenziell die Ausmaße dieser Katastrophe, die da gerade in Kanada passiert, und Katastrophe ist genau das richtige Wort, es ist noch ein bisschen milde, aber ansonsten trifft es das ganz gut, die potenziell haben kann, diese Katastrophe. Ob das so kommt, ich hoffe nicht. Möglich ist es auf jeden Fall, denkbar leider auch. Zumindest meiner Meinung nach. Ja, ich habe da auch nur eine Meinung. Ich bin kein Experte für kanadische Waldfeuer, aber Brände sind in dieser Taiga-Waldstruktur, das nennt man Taiga, diese borealen Nadelwälder, die da eben unter anderem betroffen sind, sind nichts sehr Seltenes. Die kommen schon immer mal wieder vor. Meistens sind sie dann aber doch recht kleinräumig, weil eben die Dürresituation und die Trockenheitssituation eher kleinräumig stattfindet. Aber ein großer Waldbrand ist eigentlich in diesem Ökosystem nichts allzu Seltenes. Könnte aber einfach passieren, dass diese Waldbrände jetzt einfach viel größer werden, als das normalerweise der Fall ist. Und selbstverständlich geht dabei auch jede Menge CO2 wohin? Ja, in die Atmosphäre. Und insbesondere bei den brennenden Mooren, da ist ja viel kompakter letztendlich der Kohlenstoff, auch in Form von Methan, aber das ist egal, wenn du es anzündest, wird auch CO2 draus, drin gespeichert. Und so gesehen ist es ganz gut, wenn das abbrennt. Ja, wenn es abbrennt, gibt es kein Methan, sondern CO2. Methan ist viel krasser als CO2 und wenn du es anzündest, dann deutlich weniger krass. So gesehen, Moor abbrennen lassen ist klimatechnisch freundlicher, sage ich jetzt mal, als Moor langsam auftauen, Methan ausgasen lassen. Insbesondere, wenn es sich um Permafrostmoore handelt oder zumindest um Moore mit einem gewissen Permafrostanteil. Noch besser wäre natürlich, wenn das Moor erhalten bleibt und sämtliche Gase und sonstigen Stoffe, die da halt eben drin sind, da bitte auch drin bleiben sollen. Moore sind ein hervorragender Kohlenstoffspeicher, solange sie intakt sind. Wahrscheinlich einer der besten, die wir so von landnutzungsnatürlichen, terrestrischen, wohlgemerkt von mir mal abgesehen, Ökosystemen so haben. Ja? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Klimazone man sich befindet und so weiter und so weiter. Aber Moore extrem wichtig, was das angeht. Entsprechend brennende Moore extrem scheiße, was das angeht. Na? So, damit können wir es im Grunde recht gut zusammenfassen. Es ist also eine gigantische Katastrophe oder hat zumindest das Potenzial, zu einer solchen zu werden. Bleibt abzuwarten, wie riesig die Waldbrände noch werden. Das könnte übrigens ökonomisch auch noch dazu führen, dass die Amis noch weniger Holz aus Kanada importieren können, es dann noch mal mehr irgendwo anders hernehmen müssen. Dann möglicherweise die Importnachfrage nach Holz aus den USA und aus Kanada natürlich möglicherweise ansteigen wird. Wobei Kanada wird kein Holz importieren. Die haben immer noch genug Wald dann, um
sich selbst zumindest mal, die sind ja nicht viele, zu versorgen. Aber ja, das wird was anrichten, auch mit dem Holzmarkt. Das kann dann auf diesem Wege also letztendlich uns auch mal von der Klimawirkung oder durch das ganze CO2, was frei wird, auch wirtschaftlich in Deutschland betreffen. Einfach weil die globale Nachfrage nach Holz dann noch weiter steigen wird. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen, inzwischen, also es gab ja ursprünglich mal so eine Verordnung, dass man nicht weiter einschlagen darf, auch wenn der Holzpreis gerade so günstig ist für den deutschen Wälder, damit einfach eben nicht über den nachhaltigen Hiebsatz hinaus Holz eingeschlagen wird. Da gab es auch viele Leute, die das schlecht finden. Ich persönlich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich kann es nachvollziehen, dass man diese Verordnung erlassen hat. In vielen Fällen macht sie Sinn, in manchen Fällen macht sie nicht Sinn. Jetzt hat man sie allerdings größtenteils wieder aufgehoben und die Einschläge können wieder stattfinden. Ja, ist schwierig. Ne? Also netto verlieren wir dadurch natürlich dann noch mehr Wald. Da wir ja ohnehin schon sehr viel Wald verloren haben, ist das vielleicht nicht unbedingt gut. Und wenn der Holzpreis jetzt so stark ansteigt, dass jeder Waldbesitzer, der jetzt nicht Holz verhökert, wenn er die Möglichkeit hat, einigermaßen hiebsreife Bäume jetzt umschneiden zu können, dass das dann alle machen, das würde mich nicht überraschen. Das kann man denen auch nicht wirklich vorwerfen, weil irgendwo wollen sie natürlich auch mal ein bisschen Geld verdienen mit dem Wald, den sie die ganze Zeit haben stehen lassen. Das heißt, da müsste man politisch definitiv gegensteuern. Eine mögliche Maßnahme, die da jetzt umso mehr ins Spiel kommt und umso wichtiger wird, ich bin da auch gerade am Recherchieren, werde das irgendwann nochmal separat verwurschteln in einem Video, ist die Einpreisung von Biodiversitätsdienstleistungen. Schönes Wort. Und das bedeutet, dass man quasi öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, ist da das Stichwort, den Leuten, die Wald haben oder den Ländern oder den Kommunen oder wem auch immer der Wald gehört, aus Steuermitteln, letztendlich ist es Steuergeld, ja, man kann das irgendwie schön umschreiben, aber es läuft darauf hinaus. Und auch wenn es EU-Steuergeld ist, ist es trotzdem Steuergeld. Eine kleine Vergütung für das Nichtfällen von Bäumen zukommen lässt. Im Gespräch waren mal 250 Euro pro Hektar. Wenn also jemand 20 Hektar Wald hat, sagen wir jetzt mal, ne? Und auf diesen 20 Hektar steht ein maximal ökologisch wertvoller Wald, der für alle einen Beitrag leistet zu Biodiversität, Luft, Wasser, Erholungsnutzen, Schönheit der Landschaft und. Dann könnte man, das ist ein super diskutiertes Thema und ich will auch gar nicht sagen, so muss es sein, aber ich fände es zurzeit auf jeden Fall was man dringend diskutieren müsste, könnte man sagen, man gibt dem eben aus öffentlicher Hand für seine 20 Hektar, dann für seine extrem wertvollen Wälder, wo es wirklich uns allen mit gedient ist, wenn die stehen bleiben, 250 Euro pro Hektar pro Jahr, sprich 5000 Euro pro Jahr und dadurch hat er keinen wirtschaftlichen Nachteil, dadurch, dass er seinen Wald nicht fällt. Und wir haben 20 Hektar besten Wald. Besten, wertvollsten Wald mit ganz vielen seltenen Tierarten und Pflanzenarten und Pilzen natürlich, die da drin vorkommen. Und dann ist auch die Versuchung für jemanden, dem so ein Wald gehört, da jetzt noch ein paar Bäume rauszuschneiden, um den extrem hohen Holzpreis, den die Amis zahlen, um jetzt endlich noch mal ein bisschen an Holz ranzukommen. Insbesondere, da sie dann demnächst noch diverse Wirbelstürme haben werden und sonstige Stürme, die ihre kleinen lustigen Holzhäuschen kaputt machen und sonstige Katastrophen, die ihre Holzhäuschen kaputt machen. Da müssen sie noch mehr Holzhäuschen bauen und so weiter. Die kommen ja nicht auf die Idee, mal was Stabiles zu bauen. jedenfalls... Das wird alles weitergehen. Ja, also ich prophezei das jetzt einfach mal, ich weiß das nicht. Aber ich prophezei es jetzt trotzdem. Und dann wird es immer so mehr ein Thema sein, dass man eben die anderen Funktionen neben der Holzkomponente, die der Wald sonst noch erfüllt, in irgendeiner Form honoriert. Ja? Wenn ein Waldbesitzer sagt, ich lasse meinen Wald stehen, dann tut er uns allen was Gutes, kriegt dafür aber bestenfalls, noch nicht mal ein Dankeschön. Gar nichts kriegt er dafür. Er kriegt ein gutes Gefühl vielleicht, ja, aber sonst nichts. Und drum ist das so ein Thema, dass das einfach so aus Gerechtigkeitsgründen, ne? Klingt jetzt so, als wäre ich da absolut dafür, dass man einen Ausgleich für Ökosystemdienstleistungen zahlt. Im Grunde bin ich es auch. Man kann natürlich gerne noch über die Summe ein bisschen streiten. Und nochmal, diese jetzt nur vorgeschlagenen 250 Euro, das ist ein Vorschlag. Ich schreibe euch unten mal die Quelle hin, von wem der ist. Aber
Das ist ja nur ein Vorschlag. Ja, das darf auch noch eine kleinere Summe sein, das darf möglicherweise noch eine größere Summe sein, aber dass es wenigstens irgendeine Summe für sowas gibt, das fände ich einfach, es wäre eine Zeit. Ja, es ist eine öffentliche Leistung, die uns allen zur Verfügung gestellt wird. Ja, und damit sie weiter zur Verfügung gestellt wird, muss der Waldbesitzer auf Geld verzichten, sozusagen. Und das ist irgendwo... Na klar kann man auch den Wald komplett enteignen und ab sofort gehört er einfach allen. Ich weiß nicht, ob der Bundestag das so lustig findet. Dafür bräuchte man nämlich eine Zweidrittelmehrheit. Und entsprechend der ein oder andere Wähler, der nämlich Wald besitzt, könnte das gegebenenfalls auch nicht so lustig finden. Ich weiß es nicht. Ja. So, jetzt sind wir vom Hundertsten ins Tausendstel und haben noch ein neues Thema angerissen, das gar nichts mit der Kanada-Brennsituation zu tun hat. Aber ich denke, dann können wir es an der Stelle damit auch belassen. Und ich wünsche euch was bei Fragen, also Tippen und Anmerkungen auch. Und ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!